Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es ja nochmal um die Software 3.2. Nicht direkt, aber etwas, was damit zusammenhängt. Sobald ihr die Software 3.2 habt, habt ihr Plug and Charge. So die Theorie. In der App ist es wirklich so, da gibt es Plug and Charge. Ich gucke hier gerade auf mein Handy, zeige ich euch gleich. Ich werde das abfilmen. Ich glaube, das kann man dann trotzdem gut genug sehen. Wichtig ist ja hinterher, ich stehe hier an Ionity, wie ihr ja gerade schon gesehen habt, in dem Einspieler ganz am Anfang. Ganz alleine stehe ich hier und ich versuche jetzt mal Plug and Charge in der App zu installieren. Und dann gucken wir mal, ob das dann gleich funktioniert. Ich habe 17% im Akku, also ich brauche ein bisschen Strom. Auf geht's! Möchten Sie Ihren VCharge-Ladetarif im Fahrzeug installieren? Also, das steht hier in der App, ob ich das installieren möchte. Ich gehe einfach auf Installieren und wir warten mal, was passiert. Fahrzeug ist nicht online. Doch. Motor ist nicht an. Vielleicht muss man Motor anmachen. Ich mache das einfach mal. Okay, also ihr seht, so ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Ihr Fahrzeug ist nicht online, mein Fahrzeug ist auf jeden Fall online. Ich kann euch das zeigen. Ich sitze sogar drin und es ist online. Gut, ich probiere es jetzt gleich nochmal. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern, steht hier in der App. Ich sag mal, alles klar. Jetzt ist es installiert. 12.07.2023, 15.12 Uhr. Installiert. Plug and Charge. So, dann werden wir gleich mal rausgehen und prüfen, ob es funktioniert. So, dann draußen mal den Deckel auf. Das Ganze hier öffnen. Hier ist die Ionity-Station. Bitte berühren Sie den Bildschirm. Ja, das kann ich ja mal machen. Ich weiß nicht, ob man das machen muss. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass Plug and Charge so ist, wie ich es denke. Ich muss mal ganz kurz die Kamera ausmachen, weil sonst kriege ich diesen blöden Stecker hier wieder nicht rein. So, Stecker ist drin. Was tut sich hier? Kommunikation mit dem Auto. Plug and Charge autorisiert. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Aber es steht da oben. Plug and Charge autorisiert. Joa. Ich sag mal so, das ist komfortabel. Ne? Jetzt muss halt nur noch anfangen zu laden, Vorbereitung auf den Ladevorgang. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber müsst ihr mir jetzt vertrauen, es fängt an zu laden. Der Akku dürfte nicht allzu kalt sein, weil es ist ja warm. Aber es ist auch nicht so warm. Und er dürfte auch nicht komplett warm sein, weil, ja, weil ich hier nicht gefahren bin. Das ist ja hier ganz in meiner Nähe, 100 kW. Zeigt er an, damit bin ich zufrieden, im Sommer einfach so hierher gefahren und ja, Plug and Charge hat funktioniert und ja, das ist doch ein tolles Ergebnis. Also ich sag mal so, das ist sehr windig hier, ich hoffe ihr versteht mich, das ist auf jeden Fall eine Sache von Software 3.0, 3.2, sorry, Software 3.2, die mir sehr gut gefällt, Plug and Charge. Ich habe das jetzt aktiviert, das heißt, ich gehe am Freitag auf einen Roadtrip, da nehme ich euch mit, ab nach Frankfurt geht's. Und ja, da werde ich auch mit Plug and Charge laden. Das schauen wir uns dann an, ob das auch da immer funktioniert, zuverlässig. Eine Neuerung, die ich euch hier im Auto auch noch zeigen kann, das ist, das hier jetzt steht, lädt 10 km pro Minute, allerdings in Klammern auch 86 kW. Ja, genau. Das ist auch eine Neuerung, finde ich ganz gut. 10 km pro Minute ist eine schöne Angabe, aber 86 kW ist eben die bessere Angabe. So, hier jetzt noch einmal im Auto ohne Wind, weil ich wirklich nicht genau weiß, was habt ihr verstanden, was habt ihr lesen können. Aber nur ganz kurz, die Klimaanlage rauscht ja auch ein bisschen, aber nicht so doll wie der Wind, glaube ich. Und ja, ich hatte da draußen gesagt, wenn ihr es schon gesehen habt, ist es nicht schlimm, wiederhole ich es nochmal, könnt ihr ja abschalten oder so, dass ich das gut finde, dass 3.2 Plug and Charge hat. Es hat funktioniert, das habt ihr gesehen. Ob ihr alles lesen konntet, das weiß ich erst, wenn ich das Videomaterial sichte, deswegen sage ich es nochmal kurz. Ich wollte auf jeden Fall nochmal sagen, ciao, ciao Leute, nächste Woche gibt es den Roadtrip und da seht ihr auch nochmal, ob Plug and Charge zuverlässig und immer funktioniert. Ich meine,
meine, das hier sind Ladesäulen, die sind relativ neu. Schauen wir mal, wo ich langkomme, Richtung Frankfurt, und ob das dann auch alles funktioniert. Ist auf jeden Fall sehr bequem. Stecker rein. Ja, wenn dieser Stecker hier in diesen Ladesäulen gut reingehen würde, mit Kamera in der Hand, gar keine Chance. Ja, und dann geht's auch schon los. Ne? Das ist an anderen Ladestationen aber auch einfacher, und deswegen, ja, hier ist es halt ein besonderer Platz. Alles klar, bis nächste Woche Sonntag. Ciao, ciao.